Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Palia. Ja, lange, lange war ich nicht mehr im Spiel. Das Problem dabei ist, dass man halt ständig ins Spiel gehen muss, um zu leveln. Das Dumme ist nur, dass man keine Lust hat, also ich persönlich und viele andere auch nicht, ständig reinzugehen, nur um mal kurz ein paar Mal anzuklicken und dann wieder rauszugehen. Und deswegen vergesse ich das ständig. Deswegen hat es ein bisschen länger gedauert, bis ich überhaupt irgendetwas leveln konnte. Und jetzt fangen wir erstmal bei Rev an. Der müsste, genau, der müsste hier drin stehen. I'm Reden glad noch you mal came to kurz the mit valley. Tisch, damit die jetzt nicht gleich wieder woanders If you hinläuft. can dream it, you can achieve it. So, Couldn't get Rev. enough of my charm, huh? Du hier? Ich meine, Hallöchen, was passiert gerade? Hier passiert gerade absolut nichts Katastrophales. Ich habe alles im Griff. Abgesehen davon habe ich vielleicht die seltsamste Bitte der Welt. Nachdem du mir letztens den Rücken freigehalten hast, ist mir klar geworden, dass ich mir mehr Mühe bei der Arbeit für Ashura geben sollte. Ich muss meinen ausschweifenden Lebensstil ja auch irgendwie finanzieren. Aber ich habe auch noch einen Nebenjob. Du bearbeitest dich. Ach, ist schon in Ordnung. Alles gut. Ich bekomme jede Nacht mindestens eine Stunde Schlaf. Ja, kein Thema. Mir geht's großartig, Schleckermaul. Aber da kommst du ins Spiel. Ich betreibe nebenbei einen kleinen Lieferservice und eine meiner Kundinnen wartet auf ihr Paket. Ich weiß, was du denkst. Warum hole ich es nicht einfach selbst ab, wenn ich hier fertig bin? Nun, es ist ein Kuchen. Und er steht da einfach nur rum und ist den Elementen ausgesetzt. Er wird von Minute zu Minute mürber. Das klingt überhaupt nicht verdächtig, genau. Es ist ein Kuchen? Es ist ein Kuchen. Bloß ein Kuchen. Das klingt überhaupt nicht verdächtig. Danke, Gameplayerin. Du hast mir meine Haut gerettet. Der weiß schon, was Ironie ist, oder? Also, das Paket sollte bei den östlichen Bootsstegen abgeladen worden sein, neben dem Behälter, der wie ein Frosch aussieht. Was? Nimm es einfach mit und bring es Tamala an der Bahari-Bucht. Ja, das ist super. Bei der müssen wir noch eine Quest machen heute. Okay, an den östlichen Bootsstegen. Das ist nur das übliche Gotta Geplapper. go. Tish needs me. An den östlichen Bootsstegen. Ach so, zeigt das. Ha, okay, zeigt auch direkt an. Der meint einfach die Gegend da hinten. Ach so, warum laufe ich denn darum? Die Gegend da unten, wo der Roboter ist. Es sollten eigentlich auch neue Figuren, also neue Charaktere eingeführt worden sein. Ach nee, stimmt gar nicht. Die kommen erst morgen oder übermorgen. Da bin ich auch mal gespannt, ob ich dann endlich wieder neue Quests habe, die ich dann auch direkt machen kann. Jetzt muss ich nochmal eben gucken. Ich glaube, in die Richtung muss ich laufen, ne? Zum Wasser oder war das die Richtung? Das ist doch die Richtung. Da ist das Ding. Die Fische hier, die sind aber neu, oder? Die kommen mir jetzt so gar nicht bekannt vor, aber wahrscheinlich habe ich da nur ewig nicht drauf geachtet und jetzt auf einmal fallen sie mir dann auf. So. Was hat er gesagt? Neben etwas, was wie ein Frosch aus. Ach so. Der Frosch, da habe ich mich schon gefragt, was das eigentlich bedeutet. Und die Kuchenschachtel soll man mitnehmen, okay. Kann man sich die irgendwie angucken oder so? Anscheinend nicht. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch mit dir nochmal kurz reden. Das ist halt das, ne? Da die Texte ja immer gleich sind mittlerweile, will man dann auch nicht ständig rein, online gehen und dann einfach nur klick, klick, klick machen, weil das ja auch zu langweilig ist. Deswegen kriege ich das halt mit dem Leveln auch momentan nicht so hin. Ja, jetzt habe ich den. Und was mache ich jetzt? Das hat er. Ach so, ja, doch. Hat er mir doch gesagt. Ja. Wir müssen dahin liefern, wo ich sowieso hin wollte. Genau. Ich habe zwar ihren Namen vergessen, aber da wollte ich sowieso hin. Und ich arbeite ja auch immer noch daran, dass ich den Herrn mit der Knollnase endlich mal heiraten darf.
Okay, eine Beziehung würde mir für den Anfang auch reichen. Aber ich habe mich jetzt auf den eingeschossen. Ich will keinen anderen mehr haben. War das schon immer so kaputt hier? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Das ist die andere Strecke. Ich muss hier rumlaufen, genau. So lange war man nicht mehr drin und trotzdem kennt man sich noch aus, wollte ich gerade sagen. Und ich laufe gerade komplett falsch. Wollt ihr mich denn hier veräppeln? Ich habe nichts gesagt, ich habe nichts gesagt. Ach, hier sind wir. Das ist aber auch die ganze Deko hier, die lenkt mich total ab. Das sieht jetzt so schön aus wegen Halloween. Gut, Halloween ist jetzt schon 3 Wochen vorbei. Naja, ja doch, ziemlich genau 3 Wochen. Morgen sind es 3 Wochen, beziehungsweise wenn man vom 31. ausgeht, sind es heute schon genau 3 Wochen. So, in die Richtung müssen wir laufen. Mein Gott, ich krieg das heute noch irgendwie hin. Achso, die Käfer habe ich auch immer noch nicht gemacht. Stimmt. Und ehrlich gesagt habe ich auch vergessen, die Blaubeeren zu machen, weil ich überhaupt nichts mehr in meinem Garten gemacht habe, wenn ich mich eingeloggt habe, nur um hier durchzuklicken. Schande über mein Haupt. So, Tamala hieß die, glaube ich, ne? So, hä? Er ist uns doch gerade erst über den Weg gelaufen. Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Ich habe gerade noch mit dir gesprochen und jetzt läufst du da unten wieder rum. Also das ist ein bisschen unheimlich irgendwie. Wenn wir schon mal auf dem Weg sind, dann machen wir natürlich auch nochmal unseren zukünftigen schnell mit. Ich weiß ja, dass das unheimlich lange dauert, bis die endlich mal hochgelevelt sind aufs nächste Level. Es ist grauenhaft. Der Arme konnte nicht gehen, der konnte nur hüpfen. So. Können wir auch mal eben nachgucken. Also das ist grauenhaft. Ich bin da die ganze Zeit dran am Arbeiten an dem Kerl hier. Hier, und ich bin gerade mal bei 2,5. Also, ja. Was soll man dazu sagen? So, Tamala heißt sie. Ja, das war richtig. Dann laufe ich da jetzt mal eben schnell hin. Normalerweise würde ich jetzt hier in der Gegend rumlaufen und mir Eisen besorgen und überall hinterher sein, was ich hier noch sehen kann nebenbei. Aber ich bin ganz ehrlich, ich mache im Moment quasi gar nichts mehr, außer die Quests hier, die ich jetzt noch aufnehme. Und dann brauche ich auch nichts vom Eisen oder ähnlichen. Stimmt das eigentlich schon immer da? Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber gut. Ich würde auch sagen, ich kürze das Ganze mal ein bisschen ab. Ich muss ja eh noch eine Weile laufen, noch über 700 Meter. Wir sehen uns dann gleich am Zielort wieder. So, wir sind quasi da. Sie ist wahrscheinlich drinnen, nehme ich mal an. Obwohl sie hier draußen anscheinend doch gerade was im Grillen ist, parallel dazu. Ich liebe diese Hütte, ne? Hallöchen. Ach, da ist sie. What a pleasant surprise. Da bist du ja, Schätzchen. Willst du mich besuchen? Ach du meine Güte. Mein Husten scheint wieder schlimmer zu werden. Wenn ich doch nur ein paar Gewürzsprossen hätte, die würden meinem Hals gut tun und wir könnten uns gepflegt unterhalten. Überlass das mir. Oh, wie rücksichtsvoll von dir. Ich werde sehnsüchtig auf deine Rückkehr warten. Nö, brauchst du nicht. Ich habe die direkt dabei. Ich habe die, glaube ich, unterwegs gesammelt. Ich habe was für dich. Sieh an. Dich habe ich hier nicht erwartet. Nimmst wohl ein paar Gelegenheitsjobs von Zeki an, hm? Ref arbeitet mit Zeki zusammen. Oh je, ich um ein dummes Mundwerk. Ich dachte, du wüsstest das, Schätzchen. Schließlich bist du diejenige, die die Drecksarbeit macht. Hier ist dein Kuchen. Ja, danke für meinen
Kuchen. Ich habe ihn zwar schon vor Ewigkeiten bestellt, aber ich bezahle Zeki ja nicht für seine Schnelligkeit. Aber schön, dass er dieses Mal jemand so Niedliches für die Lieferung geschickt hat. Du musst später vorbeikommen und ein Stück von diesen Kuchen mit mir essen. Es wird ja so einsam hier draußen. Du kannst jetzt gehen. Will ich aber nicht. Ich habe doch Gewürzsprossen, oder nicht? Moment. Ja, ich habe Süßblatt. Ich habe Süßblatt gesammelt. Dann ist jetzt die Frage. Finde ein paar Gewürzsprossen. Ja, das ist dann eine neue Quest. Dann würde ich sagen, machen wir hier diesen Bärenblues erstmal runter. Obwohl das auch Blödsinn ist. Wir könnten dieses krabbelige Rätsel erstmal runter machen. Dafür brauchen wir die anderen. Oh, upsala. Die habe ich verwendet. Die habe ich total vergessen, dass wir die aufbewahren müssen. Wieso hat er jetzt das Kinderspiel hier weggemacht? Decke sein Geheimnis auf. Report back to Rev. Ach so, weil das jetzt mit der Quest zu tun hat. Okay, dann mache ich hier die Gewürzsprossen mache ich mal rein. Und ja, Schätzchen, dann kriegst du noch Gewürzsprossen. Dann würde ich sagen, dass ich mich allerdings mal eben zum Grundstück teleportiere. So, dann Kiste, Gewürzsprossen. Die muss ich doch irgendwo hier drin haben. Das war Süßblatt. Ah, genau, das sind Gewürzsprossen. Dann nehmen wir mal eins davon raus. Schmeißen das hier rein. Wo habe ich denn das Holz jetzt schon wieder her? Achso, ich habe keinen Platz mehr. Das heißt, das kriege ich da auch nicht mehr rein. Was war denn das hier? Das war ein Wrackteil. Naja, das Problem ist halt, die Sachen werden ja hin und wieder mal gesucht, ne? So, Teppichmoos weiß ich jetzt gar nicht mehr, wofür ich das gebraucht habe. Aber ich denke mal, 30 reichen. Dann können wir davon, von diesen Darinelken eins reintun. Und Süßblatt habe ich noch genug. Das müsste ich mir mal zur Seite tun wegen der Quest. Dann schmeißen wir davon noch eins rein. Ich habe mal wieder keinen Platz mehr, wie immer. So, dann können wir das, was wir nicht brauchen, verkaufen. Ja, komm, das verkaufen wir mal mit. Das dürfen wir nicht verkaufen, das müssen wir abgeben. Das dürfen wir aber mitverkaufen. So, dann können wir... Ich würde sagen, erstmal zu Riff. Und dann gehen wir danach zu Tamala zurück. Achso, ist Rev überhaupt da, wo er eben war? Sieht nämlich nicht danach aus. Da ist er. Okay. Die bewegen sich natürlich auch. Die stehen da nicht den ganzen Tag starr an einer Stelle. Also manche schon. Aber halt nicht alle. Da sollte man vielleicht vorher immer mal gucken, wo die sich eigentlich befinden, bevor man dahin rennt. Ich denke mal, erst im Hotel hier. Gaststätte, was auch immer. Kneipe hätte ich jetzt gesagt mit dem Logo oben drüber. So, mein Freund. Ich habe deine Lieferung erledigt. Was weißt du über Gewürzsprossen? Okay, erstmal die Lieferung erledigt. Psst, leise. Ashura soll nicht mitbekommen, dass ich nebenbei noch andere Jobs habe. Er wird versuchen, mir einen Vortrag über Kräfte einteilen und die Bedeutung von Pausen zu halten. Da war kein Kuchen drin. Ja, eigentlich denke ich mal, dass ein Kuchen drin gewesen ist. Es ist wichtig, sich mal eine Pause zu gönnen. Naja, ich sag mal, da war kein Kuchen drin. Wie kommst du denn darauf? Du hast doch nicht etwa in das Paket geschaut, oder? Oh. Hör mal, hier können zu viele Leute mithören. Triff mich im Lagerraum unter dem Gasthaus, ja? Mit diesem Schlüssel kannst du die Tür aufschließen. Dann werde ich dir alles erzählen, versprochen. Und pass auf, dass dich keiner sieht.
Im Lagerraum unter dem Gasthaus. Mhm. Also mit dem Gasthaus meint er doch jetzt das, wo ich gerade drin bin, oder nicht? Wie komme ich denn da in den Lagerraum? Ah, Moment, da ist eine Tür. Ganz ehrlich, ich bin hier so oft reingelaufen. Ich habe noch nie gesehen, dass es hier unten weitergeht. Wie geil ist das denn? Och. Ja, cool. Aha, jetzt hat er sich runterteleportiert. Jetzt, ein Buch. Tomatensuppe. Tomatensuppe ist zwar nicht so beliebt wie matschige Salatsuppe, feiert aber ein Comeback in der herzhaften Suppenszene. Mischen Sie einfach Tomaten, gehackte Zwiebeln und Butter zu gleichen Teilen, um das cremige Gebräu zu perfektionieren. Butter. Ugh. Für beste Ergebnisse mit einem Baguette servieren. Ja, okay. Ich bin immer noch so verzweifelt wegen der Butter. Band 6, Chapas und Kettensägen. Will ich wissen, was da drin steht? Wenn Sie einen gefährlichen Jongliertrick in Türen üben möchten, darf ich Ihnen meine berühmte Technik vorschlagen. Abwechselnd mit Chapas und Kettensägen zu jonglieren. Der Trick wird sicher jedem Publikum gefallen, egal ob Sie ihn meisterhaft ausführen oder eine Hand verlieren, indem Sie das Blatt einer Kettensäge mit einem Chapas-Schwanz verwechseln. Ich sag da mal nichts zu. Schlüssel zum Aufschließen verwenden. Ich habe keinen Schlüssel. Scheiße. Was ist das für ein Geheimnis? Oh, rede mit mir. Want some soup? Da bist du ja. Es hat doch niemand gesehen, wie du reingekommen bist, oder? Nein, niemand. Das würde ich dir nicht an... Ja, das würde ich dir nicht antun. Man kann es ja selber nicht immer beeinflussen, ne? Ich habe es laut in die Welt posaunt, genau. Nein, niemand. Gut, sehr gut. So, okay, ich habe versprochen, alles zu erklären. Oh Mann, aber das sollte ich eigentlich nicht. Ich könnte ganz schön Schwierigkeiten dafür bekommen. Du kannst mir vertrauen. Das ist es ja. Ich habe das Gefühl, als könnte ich dir vertrauen. Was schon irgendwie komisch ist. Vielleicht ist es dir noch nicht aufgefallen, aber ich tue mich schwer damit, Vertrauen zu fassen. Muss wohl eine Berufskrankheit sein. Du bist Bäcker. Also Koch, nicht Bäcker. Das war kein Kuchen, das war ein durch Strömung angetriebenes Gerät. Und in Palia ist Majiri der Einsatz von Strömung untersagt. Richtig verboten. So im Sinne von, Wächter kommen aus der Stadt und verhaften jeden in Sichtweite illegal. Ja, sowas war mir schon klar, red weiter. Egal um welche Art es sich handelt, sogar jene, die niemanden wehtut. Und sogar die Magie, die vielleicht jemanden das Leben retten könnte. Das ist alles? Hey? Schätze schon. Ja, das ist alles. Und ja, nicht so, als hätte ich dir gerade mein Herz ausgeschüttet und mein Schicksal in deine Hände gelegt. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass du das nicht so locker auffasst. Schau mich nur an, wie ich wegen nichts ein Fass aufmache. Ich versichere dir, das, was ich für Zeki liefere, ist nicht gefährlich. Und ich hätte dich auch nicht in all das reingezogen. Aber Escher hat mich in letzter Zeit so komisch beäugt. Ich glaube nicht, dass sie was ahnt, aber ich möchte lieber kein Risiko eingehen. Also, alles okay zwischen uns? Wenn er das nächste Mal ehrlich ist, ja. Nichts ist okay. Ja klar, alles bestens. Gut, sehr gut. Ich will ja nicht total rührselig werden, aber deine Freundschaft ist mir sehr viel wert. Ich will das zwischen uns nicht kaputt machen. Ich verspreche dir, dass ich... Achso, ich dachte gerade, wir sind ein Level aufgestiegen. Schade. Ich verspreche dir, dass ich ab jetzt nur noch zum Spaß lügen werde. Nicht mehr zu meinem eigenen Vorteil. Was? Was ist in dieser verschlossenen Kiste? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Zeki hat mir gesagt, dass ich lernen müsste, meinen Job eigenhändig zu verrichten, wenn ich versuche, das Schloss zu knacken. Und wie der Zufall so will, hänge ich doch sehr an meinen Händen. Also habe ich die Finger davon gelassen. Zeki macht mir keine Angst. Also, wenn du nach dem Schlüssel suchen willst, wird das wahrscheinlich gar nicht so einfach. Zeki sagt, er habe ihn dort versteckt, wo niemand überleben kann. Was auch immer das bedeutet. Okay.
Ich will jetzt nicht über Gewürzsprossen sprechen, aber damit wir nochmal ein bisschen leveln können, ne? Er hat ihn da versteckt, wo niemand überleben kann. Haben wir hier irgendwie eine Eistruhe oder sowas? Go to the underground. Ach so, ich wollte gerade noch sagen, dann kommen wir von hier aus auch wieder zu Zekis. Keine Karte. Zekis Dings, aber tun wir nicht. Wir sind in einer völlig anderen Welt gerade. Also Welt, ne? Laden öffnen. Okay, erfordert den Abschluss der Quest ein Jahrhundert im Entstehen Teil 2. Okay. Die sind da hinten so blöd am Stehen, als ob die da irgendwie... Ich komm da gar nicht rein. Kann man hier rein? Ach, man kann hier rein. So, aber da ist nichts, was man irgendwie anklicken könnte, mitnehmen könnte, was weiß ich. Was ist das denn? Kann ich denn springen? Achso, nach oben drücken. Das ist Zeki, oder? Oh, war zu früh. Okay. Das ist hier cool. Einmal probieren wir das noch. Komm. Das ist hier cool. Also eigentlich nicht so cool, aber ich denke mal, da müssen wir... Alter! Ich wollte springen. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Komm, einmal, weil das jetzt nicht funktioniert hat hier. Man drückt halt automatisch Space. Das ist irgendwie doof, finde ich. Und zack. Sagen, da war doch... Oh, der ist da echt hängen geblieben. Wollt ihr mich veräppeln? Aber ich bin schon eins zu höher gekommen. Das reicht mir jetzt. Das ist hier krass. Ist das alles das Gleiche? Ja, anscheinend ja. Das ist hier cool. Was? Kristallsee. Ah, da kommt man zum See wieder raus. Hier sind auch nochmal... Ein Greifer? The Tower? Oh! Wo bin ich denn jetzt? Hallo? Bin ich jetzt selber hier im Spiel drin, oder was? Wow! Geheimnisse, Geheimnisse. Ich denke mal, das wird so eine Art Jump-and-Run-Spiel hier sein. Kann man da hoch? Krass! Es läuft auf jeden Fall die Zeit. Hilfe! Es ist aber ein sehr realistisches Spiel hier. Was war das denn gerade? Das sind Tische. Richtig cool gemacht. Okay. Boah. Kann man hier irgendwas machen, ne? Alter. Wow. Muss ich hier ernsthaft auf die Toilette drauf? Nein! Oh, nein! Oh! Aber es ist schon mal lustig. Mich würde es mal interessieren, was passiert, wenn wir das bis zum Ende durchspielen. Also, falls ihr da... Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Falls ihr da schon Erfahrung mitgemacht habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich werde wahrscheinlich nochmal zurückkommen und das nochmal ausprobieren. Aber ich bin jetzt gerade erstmal... Wo habe ich denn jetzt die Butter auf einmal her?
Ich bin jetzt gerade erstmal so ein bisschen, ja. Verwirrt will ich jetzt nicht sagen. Wir brauchen, halt, falsche Taste. Wir brauchen erstmal wieder so ein bisschen Energie hier. Das ist ja krass. Was ist das hier? Glückskekse. Achso, da habe ich jetzt den Dings reinmachen können. Hier den. Ja, das ist der. Kartoffelsamen, okay. Drachenflut-Wandschirm. Ah, der sieht aber ziemlich cool aus. Was habe ich überhaupt an Geld? Ich habe schon lange nicht mehr geguckt. 13.000. Drachenflut-Badewanne. Das sieht aber richtig cool aus hier. Das ist also nochmal komplett ein eigenes. Also hier kann man dann wieder hoch, oder was? Das ist wahrscheinlich Zekis Laden, dann nehme ich mal an. Okay. Das sieht schon cool aus. Das ist ja krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ganz ehrlich. Komme ich hier nicht mal rein? Da haben wir hier ein riesen Geheimnis und eine Gaming-Welt dann auch noch so versteckt. Das ist ja richtig cool. Heftig. Die Frage ist jetzt nur, wo ist Zeki denn eigentlich? Da ist er. Ja, ich muss aber erstmal zu Tisch. Moment. Der steht ja auch nur direkt neben dir. Und hast du herausgefunden, was Rev vor dir geheim hält? Also ich kann entweder das Geheimnis bewahren, das Geheimnis verraten oder sagen, ich fühle mich nicht wohl dabei, mich zwischen euch beide zu stellen. Also ich werde das Geheimnis auf jeden Fall bewahren, weil das ist schon... Es ist schon ein heftiges Geheimnis, ne, mit der Vorgeschichte, was die da alles machen. Und ich weiß nicht, wie sie reagieren würde, wenn sie davon wüsste. Sie wird sich wahrscheinlich nur Sorgen machen und... Ja, also ich bewahre das Geheimnis. Ach so, ich hatte gehofft, er hätte dir etwas gesagt. Anscheinend hat er für uns beiden Geheimnisse. Go out and chase those rainbows. Ja, es tut mir leid, aber ich muss das Geheimnis bewahren. Jetzt ist die Frage, können wir... Also mit dem Sprechen können wir auf jeden Fall... Naja, wir können nur normal mit ihm plaudern. Na gut. Okay, dann machen wir das nur noch mal ganz schnell mit den beiden, damit die nicht wegrennen. So, dann werde ich mich noch mal... Oh, Moment, der Bürgermeister ist auch noch hier. Plaudern, zack. Und wir haben eine neue Möglichkeit gefunden... wieder Quests zu machen. Sehr schön, aber wir werden erstmal zu Tamala zurückgehen und damit die Folge jetzt nicht noch totale Überlänge bekommt, cutte ich das mal eben raus und rede nochmal mit Hekla und wir sehen uns dann gleich bei Tamala wieder. So, da vorne ist Tamala auch schon. Hope you're having a better day than I. Gibt es etwas, was du mir sagen möchtest? Ich habe die Sprossen mitgebracht. Gewürzsprossen, dem Drachen sei Dank, genau die hat der Heiler verschrieben. Ich dachte, sie ist die Heilerin. Wie soll ich mich jemals revanchieren? Ich hätte da zwar schon ein paar Ideen, aber mich würden ein paar deiner interessieren. Geld lacht, natürlich. Sag mir, wofür du sie wirklich brauchst. Das wäre natürlich auch noch eine Idee. Geld hätte ich auch gerne. Ich sag mir, wofür du sie wirklich brauchst. Oh. Auf meinen Husten bist du anscheinend nicht reingefallen, wie? Da hat meine Mutter wohl recht. Ich hätte meinen Lebensunterhalt nie auf der Bühne verdienen sollen. Egal, wie umwerfend ich aussehe. Mein Geheimnis ist an die Öffentlichkeit gelangt. Ich verwende Sprossen als Teil meines abendlichen Schönheitsprogramms.
Das bleibt aber unter uns. In Ordnung? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich schämen würde, wenn die Leute im Dorf wüssten, dass ich meine Falten verstecken muss. Du brauchst keine Schönheitscreme. Ich weiß, dass du mir nur schmeicheln möchtest. Und du weißt ja, was man sagt. Komplimente helfen immer. So, das ist nochmal eben schnell mit ihr gesprochen. Ja, und dann sind wir auch schon fertig. Ein bisschen schade ist es schon, aber wir haben ganz, ganz viel gemacht. Und wir haben sogar noch eine Quest dazu bekommen. Ich bin gerade am Überlegen. Wir hatten eine mit dem Bürgermeister. Ist da nicht normalerweise ein Ausrufezeichen hier drin? Hier mit Kenley. Ref haben wir keine neue bekommen. Das war dann wahrscheinlich die erste auf Stufe 3. Ja, bei Hodari arbeite ich halt immer noch dran. stimmt, dann haben wir nur die Quest mit dem Bürgermeister. Dann ist natürlich die Frage, wie lange diese Quest geht. Also ich werde die auf jeden Fall schon mal aufnehmen. Wenn die jetzt aber nicht ganz so lange ist, dann werde ich gucken, dass ich wieder zwei Teile aneinander hänge. Ja, damit wir da nicht nachher irgendwie 8 Minuten Aufnahme haben oder sowas. Also 8 Minuten Teil vom Let's Play, das wäre dann irgendwie blöd. Sollte schon so eine Viertelstunde, 20 Minuten mindestens haben. Ansonsten warte ich halt, bis ich noch eine zweite Quest bekomme und werde die dann auch nochmal mit aufnehmen und die beiden dann zusammen hochladen. Wie immer kann ich leider nur sagen, ich weiß nicht, wann die nächste Folge kommt, aber ich bin sehr, sehr gespannt, weil wie gesagt, übermorgen wird es, morgen wird es auf jeden Fall ein Update geben von Palia. Deswegen kann ich übermorgen frühestens die Folgen aufnehmen. Das hatte ich nämlich im Kopf. Und ja, vielleicht schaffe ich es ja bis dahin dann doch nochmal ein bisschen zu leveln. Ich hoffe ja immer noch, dass wir Hodari mal langsam aber sicher auf 3 bekommen, damit wir dann mal diese ganze Beziehungssache angehen können. Aber er sträubt sich ja noch so ein bisschen davor. Ich sag mal einfach, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.